Du nimmst es auf, oder? Ja. Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast und YouTube-Kanal. Heute habe ich einen super sympathischen Gast, mit dem, was ich eine Dreierreihe mache, zum Thema Burnout, die liegende Acht. Und dies wird uns die Manuela jetzt erzählen. Hallo Manuela, grüß dich, freut mich sehr, dass du da bist. Hallo Karl, ja, vielen Dank. Danke für die Einführungsworte. Danke, dass ich da sein darf. Finde ich total spannend. Wir haben uns über Instagram kennengelernt, nicht kennengelernt, aber da habe ich dich zumindest getaggt, habe dich getroffen, habe mir das angeschaut und finde das ganz spannend, was du so alles machst. Jetzt darf ich in deinem Podcast sein, freut mich sehr. Und Auch ja, ich habe mein dir eingangs, YouTube-Kanal. genau, danke schön. Und habe dir eingangs erzählt, was meine Themen so sind als Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich coache die Methode der liegenden Acht und da einfach gerne ein paar Worte dazu. Man kann auch im Erwachsenenalter negative Glaubenssätze transformieren, wenn die einem als Erfolgsverhinderer zum Beispiel im Weg stehen oder wenn man einfach sagt, das sind Triggerpunkte, die immer wieder aufploppen im Leben. Da möchte ich gerne mal hinschauen, die möchte ich gerne verändern. Voraussetzung ist natürlich, dass man wirklich was ändern möchte. Das kennst du bestimmt gut genug. Das fängt alles mit einer Entscheidung an. Genau. Und dann muss es auch ein bisschen nachhaltig sein. Also es muss ein bisschen geübt werden. Und da kann man in einer meditativen Körperentspannung, kann man tatsächlich, ich leite da durch mit Worten und dann kann der Coachee einfach auch spüren, wo Körpersymptome sich zeigen im Körper. Und diese gilt es dann wirklich zu entdecken und dann schaut man einfach, liegt da eine Emotion darunter. Und da geht es einfach um Gefühle wie Angst, Trauer, aber auch Wut. Und wenn sich da was zeigt, dann darf der Coachee das einfach wirklich fühlen, weil das wahrscheinlich im Kindesalter als Gefühl unterdrückt wurde. Na, weil das kennen wir vielleicht alle, im Kindesalter wird man manchmal einfach auch angehalten, so du musst jetzt stark sein oder du musst jetzt brav sein oder du musst jetzt dies oder jenes. Und auch wenn das Kind ein ganz anderes Gefühl dazu hatte, musste es funktionieren, so nenne ich es immer. Und dadurch haben wir ganz oft Gefühle unterdrückt. Und die dann einfach mal wirklich zu durchleben, zu durchfühlen, das gehört zur liegenden Acht. Und nach der Transformation, also wenn das funktioniert hat, dann können wir einen positiven Glaubenssatz finden. Das findet sich meistens im Klienten selber. Und den laden wir dann auf mit einer ganz positiven Energie, sodass quasi und mit einem Körperanker verankern wir das. Das kennst du wahrscheinlich aus dem NLP. Da LP, finden ja. genau, find wir einen Körperanker und dann kann der, wenn das wieder mal zu so einem Triggerpunkt oder zu so einer Situation kommt, kann der Coachee da ganz anders drauf reagieren und fühlt sich damit auch einfach leichter im Leben. Also er ist dann einfach ein bisschen erfüllter und ein Stück weit glücklicher. Genau. Du hast ja schon grundsätzlich sehr viel erwähnt, aber wenn ich jetzt zuhöre, dann müssen wir da ein wenig Spannung. Das erfolgt ja in der nächsten Folge dann, dass wir dann ein bisschen mehr ausführlicher plaudern über das Thema. Erzähl mal von dir, Gerne. was hat dich eigentlich zur persönlichen Entwicklung getrieben? Was hat die bewegt, dass du sagst, okay, jetzt muss ich mich verändern, weil Veränderung ist ja grundsätzlich durch Schmerz oder Liebe oder andere Punkte. Was hat die dazu gebracht? Ja, danke für die Frage, Karl. Tatsächlich bin ich jemand, der von Eltern, die noch in der Kriegszeit geboren wurden, sind, von denen wurde ich erzogen und da war Funktionieren, das kannst du dir bestimmt vorstellen, Funktionieren war damals überlebensnotwendig. Und ich wurde als Kind mit 4 Jahren in ein Kinderheim gesteckt, aus medizinischen Gründen, und war dort für 6 Wochen. Und letzten Endes war es für ein Kind, weiß ich nicht, im Alter von 4 Jahren, vielleicht können sich auch deine Zuhörer das vorstellen, ein Kind kann da noch nicht die Zeit einschätzen. Und tatsächlich hat sich in mir so ein Glaubenssatz dann gefestigt, man hat mich vergessen, man liebt mich nicht. Das war so was wie, es ging in die Richtung Todesangst tatsächlich. Ich hatte das Gefühl, die holen mich nie wieder ab. Die haben mich jetzt hier reingesteckt und also, ne, was mache ich jetzt hier? Und dadurch ist Folgendes passiert. Ich war danach, als man mich dann doch abgeholt hat, ein angepasstes Kind. Das heißt, all die Gefühle, diese Fröhlichkeit, der Mut oder auch auch eine Wut, ich war auch teilweise wütend als Kind oder halt, ne, all die Gefühle, die Kinder einfach haben und diese freien Lauf lassen können, die hatte ich einfach alle unterdrückt. Und so habe ich im Laufe meines Lebens gelernt, mich anzupassen. Und ich habe immer versucht zu fühlen oder zu spüren, wie der andere mich gerne hätte. Das heißt, ich war nicht mehr authentisch. Und aus diesem Verhalten heraus haben sich bestimmte Schicksalsschläge ergeben, die dann dazu geführt haben,
dass ich irgendwann wirklich die Bremse reingehauen habe. Also der letzte war dann noch ein Bandscheibenvorfall nach einem Burnout und davor ein chronisches Erschöpfungssyndrom, der Tod meines Vaters. Diese Punkte haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, stopp, ich muss was ändern in meinem Leben. Das kann ja nicht sein, weil ich da immer wirklich nur im Funktionieren war und nicht auf mich geachtet habe. Also Selbstfürsorge kannte ich gar nicht, weil ich nicht die Liebe bekommen habe, weil meine Eltern dazu nicht in der Lage waren, damals im Funktioniermodus. Entschuldigung, was wolltest du sagen? Ich wollte nicht unterbrechen, aber ich denke mal, für die, ich glaube, für das Burnout ist, glaube ich, nie gut, weil ich glaube, Erholungsphasen braucht der Mensch immer wieder und ich glaube, da muss man ein bisschen auf die Warnsignale achten. Aber natürlich, das geht heutzutage in der schnelllebigen Zeit zu schnell und man hat dann Stress, man muss das organisieren, man sollte das machen, man sollte zu dem fahren und es ist ständig irgendwas in Bewegung, aber irgendwann sagt der Körper natürlich auch mal Stopp. Wie hat sich das bei dir abgezeichnet, dass du sagst, jetzt geht es nicht mehr? Tatsächlich durch eine ganz schreckliche Leere, durch eine Leere und eine Einsamkeit im Herzen, also so in diesem Bereich, ne, im Brustbereich. Ich war im Funktioniermodus den ganzen Tag, ich hatte den Job und ich hatte sehr viel zu tun. Abends, wenn dann mal der Stress abgefallen ist, wenn so Ruhe eingekehrt ist, hätte ich heulen können. Und tatsächlich wusste ich lange nicht, warum. Ich saß da auf dem Sofa zu Hause. Ich konnte ja auch damals nicht in mich hineinspüren. Ich habe nur bemerkt, dass ich unglücklich war. Ich war traurig und einsam und habe mich gefragt, das kann doch nicht alles im Leben gewesen sein. Ich kann doch nicht den ganzen Tag funktionieren, alles geben, was ich geben konnte damals, diesen Menschen, diesen Patienten. Ich habe viel mit Patienten zu tun gehabt und ich selber sitze am Abend auf dem Sofa und bin traurig. Und drum, genau, habe ich gedacht, das stimmt was nicht. Ich muss da irgendwie was verändern. Und bei vielen Menschen, weil ich mache heute auch Burnout-Prävention und bei vielen Menschen merke ich halt einfach, dass es ganz oft das Gedankenkarussell ist. Und es ist wie so eine Spirale, wo die nicht rauskommen, wo die keinen Ausweg sehen. Und so ging es mir damals. Ich habe nicht gewusst, was soll ich jetzt tun? Wie kann ich das verändern? Wie kann ich dieses Karussell zum Stoppen bringen? Das Das ist gehörte dann auch. schwierig, ja. Ja, genau. Aber ich muss auch selber sagen, ich habe natürlich auch selber auf den Punkt, natürlich hat das jeder Mensch, dass nochmal Gedanken kreisen, es ist ein schlechter Tag gewesen, irgendwas ist passiert im Leben oder es ist irgendwer gestorben. Es ist einfach wirklich, jeder Mensch hat das im Moment, also er hat solche Momente, aber wie hast du das dann für dich und bist du herausgefunden, dass du sagst, jetzt kann ich das ein bisschen stoppen und die Probleme für mich selber ein bisschen lösen oder einfach mal reflektieren und einfach mal das einfach mal wirklich wirken lassen? Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe gerade noch mal nachgedacht, aber es war letzten Endes dann tatsächlich der Satz meines Vaters, 3 Wochen bevor er gestorben ist, der mir sagte: Mensch, Mädel, leb du jetzt dein Leben und schau nicht immer nur nach anderen, guck nach dir. Und da hat tatsächlich in meinem Kopf hat's Klick gemacht, weil ich musste mir dann erstmal die Frage stellen: Was meint er? Ich lebe doch ein Leben. Und dann, und das war ganz witzig, kam noch dazu, dass ein Freund von mir, so im Gespräch, wir haben auch über dies und das gesprochen, über den Sinn des Lebens und so weiter. Und dann sagte der plötzlich: Sag mal, würdest du dich eigentlich heiraten? Und da stand ich da und dachte mir: Nee. Normalerweise hätte ich gesagt: Ja, klar, sowieso. Ich war ja immer optimistisch. Ich bin sowieso der Optimist vom Herrn und war immer so konditioniert. Gell? Und habe gesagt: Mir geht's gut, alles bestens, alles prima. Aber in dem Moment dachte ich: Nee. Ich würde nicht diese leere Hülle heiraten, die abends auf dem Sofa sitzt, traurig ist, Einsamkeit spürt und eigentlich ja, nicht weiß, wohin mit sich selber. Und das war dann der Knackpunkt. Ja, das war der Wendepunkt und ich habe angefangen, nach Ausbildungen zu suchen. Das war so meine Antwort drauf. Ich wollte Antworten auf Fragen finden und hatte das Gefühl, das schaffe ich oder kann ich mir nur beantworten, wenn ich Ausbildungen mache. Und über diese dann vielleicht Antworten finde. Und es war dann auch tatsächlich so. Also das war dann der Weg zur Persönlichkeitsentwicklung. Wie hast du es denn gemacht? Ich habe das grundsätzlich so gemacht, vor 3 Jahren, ist schon wieder ewig her, die Zeit vergeht so schnell. Und da war ein Punkt im Leben, wo man sagt, es ist ein Knackpunkt, weil es hat einfach nie was geklappt, es hat einfach nie was gepasst im Leben. Freunde, Familie oder finanzielle Situation. Man war immer unzufrieden und man ist immer im Hamsterrad drin gesessen. Und dann habe ich mich gedacht, muss ich das jetzt? Oder ist das für mich das Richtige? Oder geht es immer so weiter, weil es geht Tag ein, Tag aus, es passiert nichts. Es ist alles monoton. Es ist wie eine Leere im Kopf. Und dann sitzt man da und denkt man halt einfach mal drüber nach, über sein Leben. Und dann sagt man mal, will ich jetzt was ändern? Und ich habe auch im Tony Robbins Power-Prinzip gelesen und das war für mich auch wirklich ein entscheidender Satz. Wenn Sie schauen mal die letzten 10 Jahre zurück, dann haben wir gedacht, na gut,
Dann schau mal 5 Jahre voraus. Was hat sich da markant geändert? Naja, grundsätzlich hat sich da nichts geändert. Dann schau noch mal bis auf den jetzigen Tag her. Was hat sich da markant geändert? Auch nichts. Dann schreibt er einen entscheidenden Satz. Was glaubst du, wird sich die nächsten 5 Jahre für dich ändern? Dann haben wir denkt, okay, das war für mich entscheidend. Er sagt, jetzt muss ich was tun, weil es wird sich nichts ändern, weil es hat sich die letzten Jahre nichts getan. Und das, was mich so traurig macht, dass einfach die Menschen Tag ein, Tag aus so leben und es ändert sich nichts. Ich sehe das ständig bei Freunden, Bekannten und ehemaligen Arbeitskollegen, sieht man einfach wirklich, es verändert sich nichts. Die sind immer noch drin in dem Job. Man kommt in einen Supermarkt und denkt man sich, der arbeitet ja noch immer da, das gibt es ja gar nicht. Aber der hat jetzt keine Freude mehr an dem Job und der denkt sich immer noch unfreundlich daher und immer noch sauer und schimpft über den Chef und schimpft über das. Und da denke ich mir, ja, da muss halt was ändern, aber du arbeitest immer noch da. Aber das war für mich auch ein entscheidender Punkt. Ich muss einmal für mich selber anfangen, dann kann man das natürlich nach außen geben und das war für mich eigentlich sehr entscheidend. Und es ist einfach ein Wandel und mir geht es besser und man fühlt sich besser, weil man einfach mit Problemen besser reflektieren kann, man kann besser umgehen damit. Und ich glaube, da hast du sicher auch deine Erfahrungen damit gemacht. Ja, habe ich tatsächlich. Und ich weiß heute einfach rückblickend, es ist nur, in Anführungszeichen, nur eine Entscheidung. Und die Entscheidung kannst du von heute auf morgen treffen. Du kannst morgen früh aufstehen und tatsächlich dein Leben selber kreieren, in die Hand nehmen, einfach verändern, sofern du es möchtest. Aber dieser Wille, der muss da sein. Und dieses Karussell im Kopf kann gestoppt werden, wenn der Wille da ist. Und das kann ich einfach wirklich komplett unterschreiben, weil ich selber durchlebt habe, so wie du auch. Ohne dass wir das selber dann wirklich auch erleben, glaube ich, könnten wir das auch niemandem weitergeben. Aber es funktioniert. Und ich sage immer ganz gerne, du bist ein Geschenk für diese Welt. Und das macht dir mal klar. Weil es ist unser Geburtsrecht, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen, von klein auf, um unseretwillen geliebt zu werden. Und wenn ich mir das immer klar mache, dann denke ich, hey, just have fun. Du hast nur das eine Leben. Und dass das für vieles oft zu kurz sein kann, hat mir auch mein Vater gezeigt. Und er hat es auch gesagt, er hätte noch so viel vorgehabt im Leben. Und das habe ich mir dann geschworen, das möchte ich nicht auf dem Sterbebett sagen müssen. Ich lebe mein Leben und ich will alles erleben, was ich mir nur vorstellen kann. Und es geht, wenn man dann tatsächlich diesen Weg einschlägt. Was du da erlebst hast, das sprechen wir in der nächsten Folge und da bedanken wir uns einmal für den ersten Part und bleibt gleich dran, abonniert meinen Kanal, der Manuelian Kanal und gleich dranbleiben, dass ja nichts verpasst. Vielen Dank, lieber Karl.